Es gibt einige Länder, in denen Menschen nicht genug zu essen haben und müssen dementsprechend hungern. Und dafür gibt es einige Programme bzw. auch Projekte, um halt dieses Hungerproblem in Anführungszeichen zu lösen. Interessant dabei ist, dass das eigentliche Hungerproblem schon vor mehr als 100 Jahren hätte gelöst werden können, beziehungsweise dort gab es schon die ersten Grundsteine dafür, dass wir das heute, dieses Problem, lösen hätten können. Vorerst sollten wir uns diese grundlegende Frage stellen, was denn Hunger überhaupt ist. Für viele Leute ist es einfach natürlich, dass der Mensch ein Hungergefühl hat, ist ein Zeichen, dass er essen muss. Und da tue ich jetzt bewusst hinterfragen, ob das wirklich so stimmt oder nicht, weil bei mir, als ich mit der Rohkost angefangen habe und jetzt das schon seit mehr als 5 oder 6 Jahren praktiziere, ist dieses Hungergefühl, wie ich es damals habe, verschwunden bzw. weggegangen. Ich habe jetzt nicht mehr dieses starke Hungergefühl, ich habe kein Loch im Bauch. Wenn ich mal was essen muss oder so, merke ich einfach, dass ich etwas schlapp bin, die Entgiftung zum Beispiel zu stark wird. Also, Hunger ist letztlich nichts anderes als eine Entgiftungserscheinung vom Körper bzw. eine Entzugserscheinung von der Kochkostdroge. Wir bauen uns unseren eigenen Teufelskreis, denn wenn die Kochkost bzw. auch die Industriekost oder verarbeitete Sachen mehr Hunger verursachen, beziehungsweise dieses starke Hungergefühl, und wir dann wieder Kochkost oder Industrienahrung zu uns nehmen, wie jetzt die meisten Menschen das machen, dann bekommen sie immer weiter in diesen Teufelskreis rein, bekommen immer wieder Hunger, manchmal auch stärker, je nachdem, wie viel Stress oder man ähnliches auch hat. Also man befindet sich einfach diesen stetigen Teufelskreis. Man hat sich sozusagen diesen Hunger selbst installiert und die Rohkostreinigung hilft einfach daraus aus diesem Kreislauf mit einer gewissen Zeit halt auch auszubrechen, wenn man es halt länger praktiziert. Hier auch noch eine kleine Geschichte, die ich in Costa Rica erfahren habe von einer Holländerin, wo ich dort war vor 2 oder 3 Jahren. Da hat sie mir halt erzählt, dass sie halt so eine Rundreise durch ganz Lateinamerika gemacht hat und sie hat dann nicht die Möglichkeit gehabt zu kochen, sondern hat dann sehr viel roh gegessen, hat dann diese 80-20 gemacht. Also das heißt, dass sie über den Tag hinweg eigentlich nur Rohkost gegessen hat und am Abend mal irgendwo in einem Restaurant halt was essen gegangen ist, also dann gekochte Sachen. Und da hat sie dann selbst gemerkt, dass sie viel weniger Hungergefühl hatte, sie musste weniger essen, war auch weniger schlapp nach den Mahlzeiten, musste auch weniger schlafen. War alles am Anfang schön und gut. Und dann, wo es auf der Farm war, wo ich dann auch war, hatte sie nämlich die Möglichkeit zu kochen. Und da hat sie dann auch angefangen zu kochen. Wir mussten um 6 Uhr in der Früh anfangen und viele haben dann schon sind um 5 Uhr aufgestanden und haben gefrühstückt. Das hat sie am Anfang nicht gemacht, sondern hat dann zur Mittagspause, also zur Morgenpause um 9 dann das erste Mal was gegessen. Hat dann auch was Gekochtes gegessen, um 12 dann immer was Gekochtes gegessen. Hat dann auch am Nachmittag Bananen gegessen und dann auf einmal Darmprobleme deswegen bekommen. Und das hat sie dann für mehrere Tage gemacht und das hat sich dann immer weiter nach hinten verschoben. Also das heißt, dass sie dann schon dann nach 2, 3 Tagen schon ihr Hungergefühl um 5 Uhr am Morgen gehabt hat, weil sie schon so viel Kochkost wieder gegessen haben. Und für mich einfach ein Anzeichen, dass halt diese Kochkost den Hunger installiert. Ich habe es bei mir gesehen, ich habe es auch bei anderen gesehen. Und das muss einfach berücksichtigt werden. Das Essen ist einfach nur ein Hilfsmittel für den Körper, einerseits halt auch Gifte zu lösen, zu reinigen und auszuscheiden. Und durch das Essen wird einfach die Entgiftung gestoppt. Deswegen fühlen wir uns besser, weil die Entgiftung bei vielen Leuten die Energie abzieht. Und das Essen kann man halt sozusagen als Ventil nutzen, wie man jetzt die Entgiftung intensiv durchführen möchte oder nicht. Und dadurch erdet man sich bzw. stoppt man sich je nachdem, was man halt zu sich nimmt. Und die Rohkost ist halt weniger verschleimend, vergiftend, sage ich mal, sondern wirklich halt auch bei vielen Sachen sehr reinigend, abführend. Und wenn man zum Beispiel Kochkost zu sich nimmt, dann stoppt man zwar die Entgiftung, tut sich aber nochmal zusätzlich wieder belasten, was der Körper dann wieder nochmal aufwendiger mit entgiften muss. Das heißt, man ist dann wieder hier zu einem Kreislauf drin. Und wichtig bei dem Ganzen ist halt, diese Reinigung führt der Körper immer durch, wenn er fastet. Das heißt, wir leben nicht vom Essen, sondern wir leben halt mit dem Essen. Im Grunde genommen kann man zu einem Schluss kommen mit den Ausführungen, die ich gerade getätigt habe, dass sozusagen jeder Mensch an Hunger leidet, auch die westlichen Industrienationen. Wir leiden alle an dem Hunger und es ist halt wichtig, diesen Teufelskreislauf auszubrechen und auch verstehen, was denn Hunger ist. Das ist meistens nicht ein Mangel an Essen, sondern auch ein Grad der Vergiftung, was wir uns zu uns führen und alles Mögliche. Da ist es halt auch wichtig, zum Beispiel das Buch Die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehre zu lesen, sich dazu informieren, wie das funktioniert mit dem Schleim, mit dem Schlacken, regelmäßig fastet, regelmäßig entgiftet, seine Ernährung zum Beispiel umstellt, langsam auf die schleimfreie Heilkost,
sich auch anderweitig entgiftet, also Sport machen, Tätigkeiten nachgehen, Sonnenbad, Luftbad, basisches Bad habe ich ja schon sehr oft gemacht, auch in sehr vielen Videos von der schleimfreien Heilkost. Und wichtig ist auch, sich ein Hobby oder eine Beschäftigung nachgehen. Viele essen einfach, weil sie irgendwie Lust drauf haben, weil ihnen langweilig ist, weil sie nichts Besseres zu tun können und tun halt nebenbei sowas naschen. Wenn du eine Beschäftigung hast, wenn du in einem Flow bist, also in einem Fluss, eine Tätigkeit nachgehst, Sport, Tai Chi, Garten oder was immer, dann vergisst du eigentlich komplett deine Umgebung, vergisst auch dein Hungergefühl und alles Mögliche und dann isst du auch weniger und auch zum Schluss auch noch ein bisschen abseits von dem Essen allgemein, auch wieder in Bezug auf die Entgiftung natürlich, was ich auch hier mache, Permakultur. Das heißt, man tut einfach die Natur wieder aufforsten, Obstbäume setzen anstelle so aufwendige Kulturen wie Weizen, Mais oder was ich mache, wo dann aufwendige Produkte dann hergestellt werden, die jetzt dem Menschen wenig nutzen. Auch Weide zum Beispiel, also Tierhaltung, Milch oder sowas ähnliches, dass man das einfach sein lässt und sich dann zum Beispiel auf Obstbäume fixiert, auf Gemüsepflanzen und so, das halt permakulturmäßig dann anbaut, dann kann man hier mehr als genug Menschen mit Essen versorgen. Vor allem, je weiter man mit der schleimfreien Heilkost geht, desto weniger Essen benötigt man halt, um seine Leistung halt auch auf Vordermann zu bringen. Wie wir vorhin gesagt, wir leben halt nicht vom Essen, sondern mit dem Essen. Und das heißt halt einfach, es wird auch in Arnold Ehret seinem Buch zum Beispiel beschrieben, dass halt auch in der Saison, oder wenn dann zum Beispiel ein Apfelbaum blüht, dass ein Apfelbaum für diese gewisse Zeit eine ganze Familie könnte versorgen, wenn halt die gewisse Menge an Ertrag runterbringt. Also auch wieder Bäume pflanzen, die wachsen nicht von heute auf morgen. Und natürlich den Ländern vor Ort unterstützen. Das heißt zum Beispiel in Afrika, in den Wüstenregionen, oder ich nenne sie mal Dritte Weltländer oder Schwellenländer, dass man die halt schaut, dass man die vielleicht unterstützt, dass sie ihre eigene Nahrung anbauen, dass man denen halt auch diesen Weg da so zeigt, Sachen Permakultur und auch Ernährung und Gesundheit, damit die dort zum Beispiel unabhängig werden. Klar, das wird jetzt nicht gerne gesehen in der Wirtschaft oder in der Politik. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Lösung, wie man das machen könnte, damit man halt die Leute unterstützt, dass sie halt nicht auf unsere Reste irgendwie angewiesen sind, die wir denen da irgendwie runterschicken. Also kommen wir jetzt zum Schluss. Eliminieren wir den Hunger, indem wir den Kochtopf vergessen. Und es ist ja sowieso etwas unnatürlich, weil schaut man in die Natur raus, die wilde Tiere, tut da irgendein Tier jetzt seine Nahrung vorher zubereiten, kochen oder ähnliche Sachen machen, beziehungsweise auch irgendwelche Würzungen wie Salz, Pfeffer, Ingwer, Kurkuma, damit es halt irgendwie angemessener schmeckt, wenn es zum Beispiel zerkocht wird, weil sonst wird es ja auch noch nichts schmecken. Also da können wir uns auch mal ein Beispiel an andere Lebewesen nehmen, weil wir sind ja vom menschlichen Körper her auch nichts anderes als ein Tier. Der Mensch ist ja ein Trockennasenaffe, glaube ich. Und wenn die Tiere jetzt schon sowas machen, dass sie nur Rohkost essen, nichts würzen und sowas, dann sollten wir uns auch irgendwie an diese Regeln halten, beziehungsweise auch uns daran orientieren. Aber in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne auch einen Kommentar hinterlassen, wie ihr dazu steht, welche Gedanken ihr dazu bekommt, wie man das Hungerproblem zum Beispiel lösen könnt. Wie steht ihr dazu? Könnt uns gerne sachlich in den Kommentaren da austauschen. Dann kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.